willkommen zum heutigen neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Q&A. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet für Entweder-Oder-Fragen und ihr habt mir 24 Stück zugeschickt, beziehungsweise es gab noch ein paar andere, aber die waren dann relativ gleich oder ähnlich wie das, was ich schon hatte. Also habe ich 24 davon ausgewählt, die ich in diesem Video möglichst kurz und knackig beantworten werde. Und wir fangen gleich mal an mit der, mein Handy macht komische Dinge, mit der ersten Frage. Und zwar, hohe oder flache Schuhe? Ich habe ja keinen Gleichgewichtssinn, deswegen sind hohe Schuhe für mich oft ein bisschen tödlich. Außerdem tun mir die Füße sehr schnell weh, wenn ich hohe Schuhe trage. Also mag ich lieber flache Schuhe, auf denen kann ich lang den ganzen Tag durch die Gegend latschen. Frage 2. Marvel oder Harry Potter Merch? Definitely Harry Potter. Denn ich liebe Harry Potter, ich bin Harry Potter aufgewachsen und ich liebe es einfach. Ich bin noch aus Gryffindor, mein Patronus ist ein Eichhörnchen und ich muss kurz herausfinden, was ich gleich für einen Zauberstab hatte. Einen Moment bitte, ja, um das hier zu vervollständigen. Kirschholz mit einem Einhornhaar und... Was heißt brittle? Brittle Flexibility. Keine Ahnung, was brittle heißt. Aber das ist mein Zauberstab. Also, you know, ich liebe Harry Potter. Ich liebe es einfach. Es ist toll. Butter auf oder unter der Nuss-Nougat-Creme? Auf jeden Fall drunter, nicht drauf. Film oder Serie? Film. Es gibt nur ganz wenige Serien, die ich wirklich, wo ich wirklich dranbleibe und dann bis zum Ende durchgucke. Aber ich bin an sich mehr der Filmtyp. Sind Serien oft einfach zu langwierig. Repro oder Original-Vintage-Kleidung? Das ist schwierig. Es gibt ganz tolle Repro-Marken, aber bestimmte Dinge stören mich an Repro-Marken, zum Beispiel, dass sie immer recht kurz sind, also einfach nicht die Länge haben, die Klamotten damals gehabt hätten. Und deswegen würde ich fast so ein bisschen mit Original gehen, auch wenn ich sehr wenig originale Sachen habe. Ich mag einfach möglichst authentische Schnitte und so weiter und ich finde es echt schwer, das zu bekommen. Deswegen gehe ich an der Stelle mit Original. Locken oder glatte Haare? Kann ich nicht sagen, ist echt schwierig. Ich finde mich mehr sassy, wenn ich Locken habe, aber ich mag auch meine glatten Haare sehr gern. Ich finde, mir steht beides. Ich kann mich an der Stelle nicht entscheiden, keine Ahnung. Rock oder Kleid? Kleid, glaube ich. Kleid. Schwarz oder weiß? Schwarz. Wie meine Seele. Lila oder grün? Lila ist ja, glaube ich, die Farbe der sexuellen Frustration. Nee, ich auf jeden Fall grün. Grün. Ich liebe grün. So ein Tannengrün oder wenn es so in dieses Petrol geht oder so ein dunkles Grün. I love it. Schoko oder Vanille? Ich glaube, da gehe ich mit Vanille. Doch, glaube schon. Yoga oder Ballett? Ballett, glaube ich. Ich habe zwar versucht, also ich versuche ab und zu so ein bisschen Yoga zu machen. Ich weiß nicht, ob Yoga und ich einfach keinen Zugang zueinander finden vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber ich habe als Kind Ballett getanzt und ich finde Ballett nach wie vor wahnsinnig, wahnsinnig toll. Disney oder Pixar? Also ich stehe eher, oder was ist eher, vor allem auf die Disney Classics, die noch gezeichnet worden sind. Mit computeranimierten Filmen, das werde ich einfach nicht so richtig hundertprozentig warm. I don't know. Kleid oder Hosen? Das ist auch wieder schwierig, weil es hat beides so seine Vorzüge. Aber ich mag Kleider eigentlich schon wirklich sehr gerne. Ich würde fast mehr mit Kleidern gehen, weil die auch einfach immer passen. Auch wenn man zum Essen geht und man haut sich so richtig voll, das siehst du an dem, beim Kleid nicht, außer es ist ein enges, aber wenn du einfach so ein normales Kleid anhast, kann man sich einfach vollfressen und muss danach nicht diesen Knopf aufmachen an der Hose. Das ist einfach praktisch. Gleichzeitig, wenn man U-Bahn-Rolltreppen runterfährt, sind Hosen viel besser. Man braucht keine Angst haben, dass man plötzlich einen Marilyn-Moment hat. Marilyn oder Marlene? Definitely Marilyn. Eklar. Mann oder Frau? Dann nehme ich die Frau. Als Feminist, hallo. Ich meine, ich stehe auf Frauen und auf Männer, aber Männer sind mir auch einfach zu kompliziert und viele Männer, die ich kenne, sind viel zu engstirnig. Ich gehe mit Frauen. Lesen oder selbst schreiben?
mag ich beides sehr gerne, aber wenn ich selbst schreibe, ist es schon nochmal, auf jeden Fall nochmal was anderes. Und deswegen gehe ich an der Stelle mit selbst schreiben. Süß oder sexy? Ich glaube, ich gehe, also ich mag dieses, na, you know, so. Also ich bin jetzt halt niemand, der in Rosa mit Plüschi irgendwie durch die Gegend hüpft, so über die Blumenwiese, sondern ich bin schon gerne so der Femme Fatale Badass, was dann vielleicht so in die sexy Richtung gehen könnte. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich einfach zu Hause schon oft einfach aussehe wie so ein kleines Bobo, das dann irgendwie in der Ecke liegt und mit ihrem Plüschsöckchen und einen Disney-Film guckt und so. Und ich bin schon dann, also man kann jetzt halt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit wie so die heißeste Granate, wenn ich einen Partner habe zum Beispiel, dann die ganze Zeit hier so an dem rum. Ich bin dann eher so das verkuschelte Hundebaby. Also würde ich mehr mit süß, glaube ich, dann gehen an der Stelle. Gummibärchen oder Schoki? Auf jeden Fall Gummibärchen, unätherische Gelatine, bitte, danke. Weniger oder mehr, um Freddie Mercury zu zitieren, I want it all, also mehr. Treppe oder Rolltreppe? Boah, gute Frage, wer auch immer die gestellt hat. Wird das heißen Treppe oder Aufzug, würde ich sagen Treppe. Bei Treppe oder Rolltreppe nehme ich die Rolltreppe. Weil man die Option hat, sich noch zu bewegen und die Rolltreppe selber auch noch mit zusätzlich zu laufen. Ich kann das auch je nach Stimmung dann quasi anpassen, ob ich mich bewegen will oder nicht. Das ist doch super. Also die Rolltreppe, keine Ahnung. Reisen auf dem Schiff oder im Flugzeug? Ich bin noch nie auf einem Schiff gereist, aber ich stelle es mir unglaublich toll vor tatsächlich, wenn es halt nicht so lange dauern würde. Aber da Fliegen für mich immer so eine nervenaufreibende Angelegenheit ist, würde ich jetzt tatsächlich, glaube ich, sogar Schiff sagen. Einfach, weil ich mir das total toll vorstelle. Vielleicht liege ich auch total falsch. Bezüglich auf Essen, warm oder kalt? Warm. Warm auf jeden Fall. Eigentlich, ich mag meinen Toast, wenn er noch warm ist. Ich bevorzuge überhaupt eigentlich eher warmes Essen. Mein Pudding esse ich auch lieber noch, wenn er warm ist und nicht, wenn er erst kalt ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall warm. Und dann auch bezüglich Wetter, warm oder kalt. Das kommt drauf an, wenn wir jetzt wirklich warm Sommertemperaturen nehmen, was dann so 28 Grad oder mehr sind, dann gehe ich lieber mit kaltem Wetter. Also lieber habe ich so ein bisschen kalt, wo ich dann so eine Jacke drüber, so ein Cardigan. Ich bin ja so ein Cardigan-Mensch. Ich liebe Cardigans. Dann ziehe ich so ein Cardigan drüber und dann ist die Welt in Ordnung und man kann sich immer noch wärmere Schuhe anziehen und noch eine Jacke anziehen und noch einen Schal drum wickeln und so. Und das ist dann so schön kuschelig und plüschig und bla. Und man kann sich's immer irgendwie warm machen, aber wenn es richtig heiß draußen ist, irgendwann kannst du nichts mehr ausziehen und du schwitzt einfach und du hast keine anderen Möglichkeiten. Es ist einfach so, du schwitzt vor dich hin. Also gehe ich eher mit kaltem Wetter. Doch, ich bin ein Kaltwettermensch. So, das waren jetzt quasi 24 Fragen/Facts über mich. Danke für alle, die so Fragen zugeschickt haben. Und wir sehen uns ganz bald zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es ganz witzig eigentlich, vor allem, wenn man sich über viele Dinge, die hier drauf stehen, nie Gedanken macht. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald zum nächsten Video. Macht es gut, vergesst nicht einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Und eventuell auch mal reinzuspicken in die Kanalmitgliedschaft hier auf meinem Channel. Da gibt's immer wieder Background-Infos über mich und meinen Alltag und was so passiert. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao.